Hey, wir sind Timo und Alina und nach einer Europatour mit unserem selbst ausgebauten Sprinter sind wir wieder zurück in Deutschland. Und hey, wir bauen wieder einen Sprinter zum Wohnmobil aus. Den werden wir aber am Ende verkaufen. Bei Interesse melde dich einfach und viel Spaß bei unserem Ausbaublog diese Woche. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen in unserem neuen Video. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. In dem Video wird euch Alina zeigen, wie wir in dem Van da hinten die Wasseranlage planen und bauen werden. Und was es damit auf sich hat, das seht ihr später. Heute geht es um das Thema Wasser. In diesem Sprinter verfolgen wir dasselbe Konzept, wie wir es auch in unserem ersten Sprinter geplant haben. Denn in unserem ersten Sprinter waren wir ein Jahr lang in Europa unterwegs und haben das Wasser von wirklich überall bezogen. Das ging aber nur mit einem Wasserfilter. Dieses Mal haben wir uns für den Alpwasserfilter entschieden. Der ist made in Germany und den stellen wir euch später auch nochmal vor. Ansonsten würde ich mal sagen, baue ich jetzt mal alles zusammen und später zeige ich euch, wie alles genau funktioniert. Das hier ist übrigens unsere Küche, wer sie noch nicht kennt. Sie ist mega lang, mega groß und ich finde sie richtig cool. Hier ist unsere Spüle und unter der Spüle befindet sich praktischerweise auch der große Wassertank. Groß heißt 85 Liter. Man kommt an den Wassertank hier auch sehr gut dran, indem man hier einfach die Klappen aufmacht. Und man kann den Wassertank auch ausbauen, indem man hier eben diese Leiste hier abnimmt. Die ist hier auch gerade nur dran gelehnt. Und ich werde hier eine Pumpe befestigen und genau an diese Stelle kommt der Wasserfilter hin. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil alles sehr kompakt ist, nimmt nicht viel Platz weg und es befindet sich alles an einem Ort. Deswegen mal schauen, wie ich das alles unterkriege. Das hier ist unsere Wasserpumpe und wir haben uns hier für eine Druckpumpe entschieden. Die hat 3,8 Bar und das brauchen wir auch, denn wir möchten hier einen Wasserfilter verbauen und dieser Wasserfilter braucht einen gewissen Druck, damit das Wasser da durchgeschickt werden kann. Also das Wasser geht hier rein, dann durch den kleinen Schlauch hier hindurch, dann durch den Wasserfilter und durch diesen Schlauch fließt es dann in den Tank hinein. Und jetzt bauen wir es mal ein. Des Filters ist, wie ihr seht, etwas schräg, aber das macht rein gar nichts, denn das ist dem Filter ziemlich egal, wie der verbaut wird. Wir haben das auch nochmal abgeklärt und mit der Firma Alpfilter telefoniert und die haben das auch bestätigt. Wir haben uns für den Alpfilter entschieden, weil er klein ist und in Trinkwasserqualität filtert. Entscheidend war für uns dieses Mal, auch ein Produkt zu nehmen, welches in Deutschland gefertigt und auch geprüft ist. Wir haben uns für die Active- und Nanofilterkartuschen entschieden, mit denen wir Bakterien, Chlor, Mikroplastik, Schwermetalle und auch vieles mehr herausfiltern können. Schaut sehr gerne auf die Internetseite von Alpfilter, vielleicht ist auch etwas für euch dabei. Das hier ist unsere Trenntoilette und wir haben vor, in der Trenntoilette alle Leitungen durchlaufen zu lassen. Das geht platztechnisch auch gar nicht anders. Genau an diese Stelle hier kommt nämlich die Zulaufleitung, also die Zulaufwasserleitung hin. Und da werde ich jetzt ein Loch reinmachen, damit der Schlauch auch da durchpasst. Und der führt dann unten zur Trittstufe. So noch so ein bisschen den Schlauch hier durchfädeln. Ah, die Schelle. Die Schlauchschelle. Nicht, dass es hier auch einen Schlauchschellenunfall gibt. Das war bei uns auch nur dicht, sobald man das Teflonband draufgesetzt hat. Hier unten an der Trittstufe kommt der Schlauch dann raus. Da oben ist das Loch, wo es aus der Toilette kommt. Und Alina, was passiert mit dem hier? An das Schlauchende wird nämlich genau das hier dran befestigt. Das ist das Ding, was ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe. Und zwar sind es ganz viele Gardena-Anschlüsse aneinander gesteckt. Also hier zum Beispiel. Wir wollten einfach hier ein Absperrventil haben. Deshalb haben wir es nämlich auch gemacht. Und hier dieses Winkelstück auch gleichzeitig. Denn hier unten an der Treppe ist einfach zu wenig Platz. Und deswegen müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir es gut nutzen können. Und hier mit einem Gegenstück. Ich glaube, das liegt hier irgendwo. Kann das sein?
Ah ja, hier. Genau. Das ist einfach so ein Schnellkupplungssystem. Da können wir noch einen anderen Schlauch anschließen, mit dem wir oder von wo aus wir das Wasser dann beziehen. Okay, sonst ist das überall gut. Das hier könnte ein Gegenschlauch sein mit einer Gardena-Kupplung. Und es wird hier einfach hier reingemacht. Und das Wasser kommt halt von der anderen Seite des Schlauches natürlich und fließt dann hier durch. Und hier kann man das komplett hier zumachen und wieder aufmachen. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass man das halt hier noch absperren kann. So, dass es halt so einen möglichst großen Radius macht. Ja, das denke ich auch. Der Wasserzulauf, also wie das Wasser in den Tank reinkommt, ist jetzt fertig. Was jetzt noch fehlt, ist, wie das Wasser aus dem Tank zum Wasserhahn kommt. Und dafür brauchen wir erstmal eine Tauchpumpe. Gut, dass wir den Tank gerade eingebaut haben, denn jetzt wollen wir die Pumpe einbauen und dafür müssen wir den Tank direkt wieder rausnehmen. Also ich finde es gut, dass wir es eingebaut haben, weil wir müssen auch schauen, wo wir die Löcher machen für die Tauchpumpe. Weil die muss ja zum Wasserhahn und der Schlauch, der macht ja nicht jede Biegung mit. Deswegen müssen wir mal gucken, wo das jetzt hinkommt. Und die Entlüftung, die muss auch noch irgendwo hin. Genau. Also ich revidiere, war doch gar nicht so blöd. Besser nochmal einbauen und ausprobieren, als am Ende irgendwo ein Loch machen. Am Ende passt es nicht. Ja, okay, war klug. Wo kommst du hin? Aber eigentlich würde ich die Pumpe möglichst mittig platzieren. Weil wegen Schräglage, das hast du immer noch das meiste Wasser von hier. Also kommt drauf an, wie es steht, klar. Ich berücksichtige halt immer auch die Demontage. Wenn du nur den Tank ausbaust und die Entlüftung steht hier so hoch, dann ist es schon schwieriger zu demontieren. Okay, das ist ein guter Grund. Dann machen wir es da, ja. Besten Nüsse aller Zeiten mit Chili-Mix. Für die Entlüftung würde ich das hier nehmen. So, von mir aus, damit das... ja, doch, passt. So, also ich halte es kurz fest, dann kannst du die Hände wechseln. So. Du filmst ja wieder. So einen Blödsinn brauchst du nicht filmen. Die darf für 20 gehen. Und wir müssen noch eine Kabeldurchführung reinmachen. Ja, M12. Da sind eine Menge Löcher drin jetzt. Mhm. Ich glaube, hier sehen wir es nochmal ab. Ja. Ja, die Entlüftung muss man absehen, auf alle Fälle. Ja. Also ist jetzt alles dran und drin. Ja. Da ist die Tauchpumpe dran. Mhm. Die führe ich, also das Kabel ist schon durchgeführt. Jetzt muss ich nochmal richtig den Silikonschlauch hier abschneiden. Der wird hier an der Schlauchtülle innen drin im Tank noch befestigt. Schwer? Sag dir und sitzt da. Die Kamera ist leer, ich muss vor der Steckdose sitzen. Was lachst du denn? Ich muss mal kurz die Kamera umdrehen. Ja, der Akku funktioniert nicht mehr so richtig gut, deshalb laufe ich mit der Powerstation auf der Schulter rum. Ja, genial, voll gut. Ihr, jetzt komm, beeil dich, ich will dir nicht die ganze Zeit rumschleppen. Nein. Oh Gott, ey, das ist so richtig geil. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. So, wollen wir den Schlauch hier dran machen? Komm hier gar nicht in die Treppe hoch. Den Schlauch rein. Den da. Ich hol den. Oh, ich kann nicht mehr. Das ist jetzt der Schlauch, der führt jetzt von der Tauchpumpe, also das ist der Ausgang von der Tauchpumpe, und zum Wasserhahn und den werde ich jetzt ungefähr hier abschneiden. Fertig! Es ist vollbracht, die Anlage ist jetzt in dem Fahrzeug drin und ich zeige euch jetzt mal ganz genau, wie wir uns das vorgestellt haben und wie das alles am Ende funktionieren soll. Der Schlauch führt dann hier durch die Toilette durch zu dem Sedimentfilter und es geht dann innen drin weiter unter der Spüle. Wie vorhin erklärt, zur Druckwasserpumpe, dann durch den Filter, durch diesen Schlauch, dann in den Tank hinein. Im Tank ist ja die Tauchpumpe befestigt und die Tauchpumpe muss natürlich auch noch angeschlossen werden, aber ansonsten führt der Schlauch dann weiter zu dem Wasserhahn. Hier haben wir noch zusätzlich eine Entlüftung
Und dieser Schlauch muss hier auch nochmal fixiert werden, genauso wie die anderen Schläuche, denn es ist eine sehr leistungsstarke Pumpe und es wird auch dazu kommen, dass diese Schläuche hier vibrieren werden. Und deswegen muss man die hier auch nochmal fixieren. Gut, ansonsten bin ich sehr zufrieden damit, wie wir es gemacht haben. Ich hoffe, euch gefällt unsere Anlage und auch das Video. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. The three of us, we are soldiers. No, we never.